freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian. Servus aus dem bayerischen Landtag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frag Fabian, dem Social Media Magazin zur Arbeit von uns freien Wählern hier im Maximilianeum. Heute habe ich euch mal mit in mein Reich in mein Büro hier im bayerischen Landtag genommen, um mit euch über die Frage von der Anne aus Mindelheim zu sprechen. Die Anne hat mir geschrieben, dass sie eine der vielen jungen Familienmamas in Bayern ist, die sich gerettet hat. So schreibt sie mir das in die Pfingstferien über all die Wochen und Monate des Homeschoolings. Die Anne hat eine Tochter in der Grundschule und einen Sohn, der jüngst aufs Gymnasium gewechselt ist und will jetzt von mir wissen, wie es denn weitergeht nach der wohlverdienten Pfingstpause, wie wir Freien Wähler uns mit anderen Worten also die Schule vorstellen für die Phase, beginnen mit nach den Pfingstferien bis hinein dann zu den Sommerferien für den Rest des Schuljahres 2021? Ja, liebe Arne, das ist natürlich eine Frage, über die wir uns eine ganze Menge Gedanken gemacht haben in den letzten Tagen und Wochen und zu der wir Freien Wähler auch so einiges durchsetzen konnten. Ich darf vielleicht zunächst einmal die Rechtslage beschreiben, in der wir uns auch für diesen Endspurt des Schuljahres für die Zeit zwischen Pfingsten und den Sommerferien bewegen. Da gibt es zum einen die bundesgesetzlichen Vorgaben, die sogenannte Bundesnotbremse, die vorgibt, dass alle Schulen ab einer Inzidenz im Landkreis von größer 165 geschlossen werden müssen. Von uns Freien Wählern ist bekannt, dass wir diese Regelung für wenig sinnhaft halten. Ja, dass wir davon überzeugt sind, dass niemand besser über die Lebenswirklichkeit der Familien der Kinder in Bayern entscheiden kann als wir hier in München deshalb haben wir auch verfassungsbeschwerde erhoben gegen diese bundesnotbremse in der festen überzeugung davon dass wir in bayern entscheiden können welche bayerischen schulen geöffnet haben und welche geschlossen sind für den moment allerdings gilt dass das was der bundesgesetzgeber da an rechtslage geschaffen hat nun einmal einschlägig ist, dass also Schulen in Landkreis mit einer Inzidenz von größer 165 leider auch nach dem Pfingstferien weiter geschlossen sein müssen. Was wir Freien Wähler, und jetzt komme ich zu den Good News, aber durchsetzen konnten, ist, dass der bayerische Sonderweg, der dieses Bundesgesetz ja noch strenger ausgelegt hat, als das deutschlandweit gegolten hat, nach dem Pfingstferien ein Ende nehmen wird. Wir konnten uns innerhalb unserer Bayern-Koalition dahingehend durchsetzen, dass jetzt in Bayern alle Schularten, so wie wir das für die Grundschulen schon begonnen haben, auch für die anderen Schularten bis zu einer Inzidenz von 165 unter bestimmten Corona-Schutzbedingungen auch öffnen können. Und damit komme ich zur Sichtweise von uns freien Wählern und wir es vielleicht unterteilen in die Zeit des Endspurtes jetzt zwischen dem Pfingst und den Sommerferien und die Zeit dann für das neue Schuljahr, wenn es im September wieder losgeht. Für die Zeit zwischen Pfingsten und Sommerferien ist unser klar definiertes Ansinnen, dass wir wollen, dass so viele Schülerinnen und Schüler wie nur irgend möglich, und zwar schulartübergreifend, zurückkehren können in die Klassenzimmer. Und deshalb bedarf es jetzt nach fester Überzeugung von uns Freien Wählern einer gesamtgesellschaftlichen, ja einer gesamtpolitischen Kraftanstrengung, beginnend mit den Kommunen, die ja in der Trägerschaft stehen für die Grund- und Mittelschulen, über die Landkreise hinweg, die Sachaufwandsträger sind, der Gymnasien und der Realschulen. Wir sind zum Freistaat Bayern, der die Verantwortung trägt für unsere bayerischen Lehrerinnen und Lehrer. Wir alle müssen jetzt gemeinsam die Ärmel aufkrempeln und müssen uns vor allen Dingen schon jetzt, bevor die Pfingstferien beginnen, kluge und clevere Gedanken darüber machen, wie wir die Voraussetzungen dafür schaffen können, dass so viele Schülerinnen und Schüler wie nur irgend möglich dann zurück in die Klassenzimmer können, wenn es nach Pfingsten wieder losgeht, dass diese Schule ja noch mit einem echten Endspurt in den Schulen mit Präsenzunterricht ein Finale nehmen kann. Dazu gibt es eine ganze Reihe von Voraussetzungen, die wir als Landesgesetzgeber geschaffen haben, und es gilt jetzt, von denen Gebrauch zu machen, so dass wir nicht nach den Pfingstferien aufwachen und merken: hoppala jetzt würde die Schule wieder losgehen und wir könnten ja eigentlich. Aber es mangelt an dieser oder jener Voraussetzung. Ich denke beispielsweise an die Kommunen, die beim eineinhalb Meter Abstandsgebot dafür sorgen können, wenn die Klassenzimmer zu klein sind für die Schüler. Vielleicht auch woanders den Unterricht zwischen Pfingsten und Sommerferien stattfinden zu lassen, beispielsweise in Wirtshäusern, in Vereinsheimen, überall dort, wo der Platz eben einen Unterrichtsbetrieb hergibt, der diese Corona-Regel des 1,5 Meter Abstands erfüllt. Ich wünsche mir, dass die Kommunen die Mittel, die wir als Freistaat Bayern zur Verfügung gestellt haben, auch abrufen, um die Klassenzimmer möglichst Corona-sicher zu machen, beispielsweise im Bereich der Raumlüfter, die wir als Freistaat fördern, beispielsweise im Bereich der Schülerverkehre, sodass auch da in Zerrung stattfindet, die Kinder nicht zwar in der Schule mit Abstand und Hygienemasken unterwegs sind, aber in der Früh auf dem Weg zur Schule in den Bus eingepfercht anreisen müssen. Auch da hat der Freistaat Mittel zur Verfügung gestellt, um diese Schülerverkehre zu verstärken und ich würde mir wünschen, dass diese Mittel so gut als möglich jetzt auch für diesen Endspurt zwischen Pfingsten und Sommer von den Kommunen noch einmal abgerufen werden. Und ich wünsche mir natürlich, dass wir auf der bundespolitischen Ebene dafür sorgen, dass alle Lehrerinnen und Lehrer, die wir an diese Corona-Front schicken nach Möglichkeit auch geimpft sind bis das nach dem Pfingstferien stattfindet also Impfpriorisierung für die Lehrer und dann auch in den Schulen und da sage ich ein herzliches Vergeltes an die gesamte Schulfamilie an bayern schulleitungen für das umsetzen der Maßnahmen dass das klappt dass es mit den tests klappt dass es mit dem abstandsgebot klappt dass es mit den hygieneregeln klappt da ist eine herausragende arbeit geleistet worden es war ein gewaltiger kraftakt von bayerns lehrerinnen und lehrern von den schulleitungen aber auch vom bayerischen kultusministerium und von der Gesamten kommunalen Familie, die damit gewirkt hat. Mit anderen Worten also Strich drunter, Jetzt vorausdenken, über die Pfingstferien in den nächsten drei Wochen die Voraussetzungen dafür schaffen, dass alle Rahmenbedingungen für Unterrichtsbetrieb bis Inzidenz 165 in der Breite in Bayern erfüllt sind, so sodass so viele bayerische Schülerinnen und Schüler zurückkehren können in ihre Klassenzimmer wie nur irgend möglich. Da geht es um die Bildungsgerechtigkeit in unserem Land, da geht es darum, wie die Zukunftschancen unserer Kinder sich darstellen und auch darum, dieses Schuljahr auf gar keinen Fall zu einem verlorenen Schuljahr werden zu lassen. Wir haben da Gute Arbeit gemacht im Distanzunterricht, und jetzt ist die große Chance, weil Schule eben eine soziale Veranstaltung ist, im Rahmen der Rechtslage, die der Bundesgesetzgeber vorgibt, doch unser Zutun. Und es ist jetzt auch unsere Pflicht gegenüber Bayerns Familien, dafür zu sorgen, dass wieder Präsenzunterricht stattfinden kann. Und nach dieser Zeit, nach den Sommerferien, da hoffen wir Freien Wähler doch sehr, dass wir dann in der Lage sind, auch über einen zunehmend rasanten Impffortschritt wieder zu voll zurück in die Schulen kehren zu können, wieder ganz normalen Präsenzunterricht machen zu können, so wie wir uns das auch für unser Leben im Allgemeinen wünschen. Dann krempeln wir gemeinsam die Ärmel auf und holen uns unser altes Leben wieder zurück. Das, liebe Anne, zu deiner Frage. Also leider die Vorgaben des Bundesgesetzgebers, die wir Freien Wähler beklagt haben, aus denen wir aber nicht auskönnen. Das gilt für die Inzidenzen größer 165, für die Inzidenzen bis dahin. Klares Ansinnen, schulartübergreifend zurück. In die Klassenzimmer im gesamten Freistaat und dafür jetzt schon in den nächsten drei Wochen die Voraussetzungen schaffen, vor es nach den Pfingstferien wieder losgeht, sodass der Endspurt dieses herausfordernden Schuljahres gelingt und sodass dann auch nach den Sommerferien wieder zurück in den normalen Präsenzunterricht in der vollen Breite gekehrt werden kann. Das ist die Sichtweise von uns freien Wählern zu deiner Frage, liebe Anne. Und wenn ihr auch hier eine Frage habt, dann postet die wie immer unten in den Kommentaren oder schreibt uns eine Mail. Dann geht's nächste Woche vielleicht um euer Thema, wenn es wieder heißt: Frag Fabian. Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian.